Neue Woche, neues Glück, der Incredible Hulkster ist zurück und er ist dankbar zurück. Dankbar für eure Unterstützung, für eure Stimmung, für die tolle Atmosphäre, für die ihr bei der WWE Germany Live Road to WrestleMania Tour gesorgt habt. Es war der absolute Hammer. Ich persönlich habe zwar nur Bremen miterlebt, aber ich habe unter anderem mit dem Sebastian Hackel gesprochen und der ist so begeistert gewesen von Köln, von Mannheim. Die Bilder, die ich gesehen habe, absoluter Wahnsinn. Also liebe Leute, vielen Dank für die tolle Action, für die tolle Unterstützung. Nicht nur für die WWE Superstars, sondern natürlich auch für uns. Ja, für uns Kommentatoren. Das war so ein Spaß in Bremen, mit euch rumzualbern, Fotos zu machen, sich zu unterhalten. Ganz, ganz, ganz toll. Dafür vielen Dank. So, das mal die Worte gleich mal zu Beginn. Und wir wollen ja hier nicht lange rumquatschen. Wir wollen natürlich die Action erleben. Und es steht mal wieder eine Ausgabe Superstars an. Und der Incredible Hulkster, ja, steht gegen Sami Zayn, gegen den Erzrivalen auf dem Programm. Ich hatte da gerade nochmal geschaut, ob vielleicht auch der gute Baron Corbin ein Match bei Superstars hat. Denn ihr habt immer wieder geschrieben, dass, wenn ich den Tag-Team-Partner, ich sag mal bei... Oh, warte mal, was ist denn hier los? Sami Zayn schubst den Incredible Hulkster gleich mal gegen den Ringrichter. Der ist da ausgenockt. Ja, damit ist er jetzt hier allen eigentlich nicht erlaubten Aktionen Tür und Tor geöffnet. Gucken wir mal, ob wir Sami Zayn rüberkriegen zur Ringtreppe. Ist jetzt der Ringrichter komplett ausgenockt oder steht er irgendwann wieder auf? Was ist da? Okay. Interessante Sache auf jeden Fall. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Baron Corbin. Ich hatte geschaut, ob Baron Corbin da auch ein Match auf der Karte hat, damit ich ihn dann unterstützen könnte. Denn der gute Baron Corbin wendet sich langsam aber sicher mehr und mehr von mir ab. Also der Sympathiebalken, der wird immer kleiner, den Baron Corbin für den Incredible Hulkster empfindet. Und ich habe tatsächlich nicht wirklich die Möglichkeit, was dagegen zu machen. Denn wenn er nicht auf der Karte steht, kann ich ihm nicht helfen. Und ja, dann wird sich das wohl über kurz oder lang, fürchte ich mal, erledigen. Aber gut, was soll's? Was nutzt es, über noch nicht abgehauene Tag-Team-Partner zu jammern? Vielmehr sollte man doch dafür sorgen, dass Sami Zayn jammert. Und zwar morgen, denn mein Erzrivale, der, will mich davon abhalten, der nächste NXT-Champion zu werden. Und er ist auch der Einzige, wenn ich das jetzt gerade recht im Kopf habe, muss ich nachher mal schauen. Er ist auch, glaube ich, der Einzige, der noch über mir steht in dieser Rangliste der Herausforderer auf den NXT-Champion-Titel. Das heißt, den noch überflügeln und dann steht ja einem Titelmatch eigentlich nichts mehr im Wege. Aber Sami Zayn, er sieht zwar im Verhältnis zum Incredible Hulkster ein bisschen schmächtiger aus, aber Kraft und Technik, die vereint er wie kaum ein anderer. Wow, schaut euch das doch mal bitte an. Wow, der hat gesessen. Ja, apropos, schaut euch das an. Wie gesagt, danke, dass ihr bei WWE live wart. Das war auf jeden Fall der Wahnsinn. Der Wahnsinn, werden jetzt vielleicht auch einige Leute sagen als Kommentar so zu sich, wenn sie diese News hören, die ich Ihnen jetzt verkünde, denn WWE 2K16 wird es ab dem 11. März auch für den PC geben. Und zwar mit diesen ganzen Inhalten, die ihr von der PlayStation 4 oder auch von der Xbox One kennt. Also das ist die große Version und da wird es auch einiges kostenlos zu downloaden geben. Eine komplette Liste hat 2K veröffentlicht. Ich guck mal, ob ich den Link finde. Den würde ich dann hier in die Beschreibung unter das Video packen. Und ansonsten einfach mal googeln. WWE 2K16 PC Inhalte. Ja, so, da werdet ihr mit Sicherheit auf eine Seite kommen, die euch genau sagen wird, was die PC-Version von WWE 2K16 alles beinhalten wird. Also, 11. März ist es soweit. Lange habt ihr warten müssen. Jetzt sind eben auch die PC-Gamer endlich mit an Bord. So, ja, Sami Zayn, wie lange wird der noch an Bord sein? Das ist hier die große Frage. Der Incredible Hulkster vermöbelt den da außerhalb des Ringes ganz... Ganz heftig, wollte ich sagen, aber zum Auszählen hat es nicht gereicht. Ach so, apropos, ich habe auch einige Nachrichten bekommen, oder was heißt einige? Nein, einige wäre übertrieben. Ein paar Nachrichten bekommen, die von Leuten, die sagen, man sieht hier, du spielst auf normal, jetzt mach mal ein bisschen schwerer, die Matches sind alle viel zu leicht.
habe ich getan. Also ab heute spielt der Incredible Hulkster auf Schwierigkeitsstufe schwer. Ich habe das im Hauptmenü gemacht, kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ob sich das jetzt auch auf diesen Karrieremodus tatsächlich auswirkt oder nicht. Ich hoffe mal ja. Bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, dass es so extrem viel schwerer wäre. Also es ist halt eine Stufe schwerer. Schauen wir mal, ob und wie sich das Ganze tatsächlich auf die Ergebnisse auswirkt. So, jetzt haben wir viel geredet und ich glaube, ich fange einfach mal an, mich so ein bisschen um euer Feedback zu kümmern, das natürlich auch in der vergangenen Woche wieder reingekommen ist. Zum Beispiel hat Michael Schmidt geschrieben, AJ Styles wird morgen WWE Champion. Verdient oder zu früh? Deine Meinung bitte. Also, meine Meinung bitte. Das ist natürlich sehr theoretisch, also das war jetzt irgendwie kein Spoiler oder sonst irgendwas. Wenn AJ Styles morgen WWE Champion würde, dann wäre das zu früh. Das ist meine Ansage dazu, weil natürlich, man kann sagen, okay, AJ Styles, der ist so gut, der hätte es wegen seiner Fähigkeiten verdient. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben bei WWE wirklich viele Leute, die wirklich, wirklich gut sind. Und sie können jetzt auch nicht einfach alle WWE Champion werden, also WWE World Heavyweight Champion werden. Und von daher, das ist eben ein Punkt, was AJ Styles auf der ganzen Welt erreicht hat. Das ist höchst respektabel, überhaupt gar keine Frage, alleine sich in Japan da so eindrucksvoll durchzusetzen. Aber eben noch nicht bei WWE. Und es ist nun mal der WWE World Heavyweight Champion Titel. Das ist jetzt nicht ein allgemeiner Weltmeisterschaftstitel wie beim Fußball oder sonst irgendwo. Nein, hier geht es um die Errungenschaft und die Verdienste bei WWE. Und da muss ich dann sagen, da wäre es zu früh. Grundsätzlich, wenn man jetzt nur die Fähigkeiten betrachtet, hey, überhaupt gar keine Frage, da wäre er auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Vielleicht auch schon bald, wer weiß das, bei WWE. Aber jetzt, sprich morgen, eben noch nicht. So, meine Antwort, danke Michael Schmidt für die Frage. Maurice Como. Oh, warte mal kurz. Finisher gegen Zane. Ah, soll ich? Ja, ich glaube, ich setz noch einen drauf. Pass mal auf jetzt. Hier, zack, komm schon. Auf die Ringecke. Er liegt doch so wunderbar. Da kann man nochmal schön draufspringen und jetzt das Cover zeigen. Komm, das muss es doch sein. Er hat da nur noch ein kleines Fitzelchen rot. Aber na! Ja, gut, er hatte halt einen vollen Ausdauerbalken. Das ist natürlich auch nicht ganz unerheblich, um sich da aus dem Cover befreien zu können. Nun gut, dann machen wir halt ganz einfach weiter. Mit der Frage von Maurice Como. Ja? Oder Aufgabe. Ja, nein! Doch, nein, oh! Jetzt kriege ich nicht mehr auf die andere Seite. Na, Mann! Aber es gibt eine Entwicklung, was die Aufgabe angeht. Also das war jetzt schon mal sehr gut, schnell in den Bereich von Sami Zayn reinzukommen, in diesen blauen Bereich. Ich hätte es nur noch schaffen müssen, zum richtigen Zeitpunkt quasi loszulassen und mich dann eben nicht mehr mit dem Turbo da im Kreis zu bewegen, sondern rechtzeitig zu bremsen und dann das Feintuning zu nehmen, dann hätte ich ihn jetzt wirklich zur Aufgabe schon zwingen können. Aber gut, noch nicht. Vielleicht klappt es ja ein anderes Mal wieder. Also jetzt aber endgültig, Maurice Como. Was hat er geschrieben? Hallo Holger, ich bzw. das ganze WWE-Universum sind sehr traurig, dass Daniel Bryan seinen Rücktritt bekannt gemacht hat. Ja, das ist wohl richtig, da schließe ich mich mit ein. Meine Frage ist es, welches Match von Daniel Bryan war dein Favorit oder welchen Titel hast du gerne um die Hüfte des Yes-Man gesehen? Also ich kann jetzt nicht sagen, dieses eine Match ist für mich das Beste. Oh, warte mal kurz. Eins, zwei und dabei bleibt's. Es gibt nicht das eine Match, wo ich sage, das ist jetzt das oberkrasse, mega Übermatch. Aber es gibt, denke ich mal, ein paar Matches, bei denen wir uns alle weitgehend einig sein dürften. Ja, da rede ich zum Beispiel natürlich von WrestleMania 30. Erst gegen Triple H, dann Batista und Randy Orton auch noch überwunden und am Ende eben WWE World Heavyweight Champion. Also das war schon überragend. Wenn wir jetzt aber mal von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Matches, also jetzt die keine großen Titelmatches waren, ausgehen oder die mit einbeziehen, fand ich zum Beispiel sein Duell seiner Zeit mit Cesaro bei Raw überragend, weil die beiden sind einfach ein Gespann
auch als Gegner im Ring gewesen. Wow, ole, ole. Ich glaube, das müsste es Juli 2013 gewesen sein. Da gab es eine Raw-Ausgabe. Ich weiß noch, Daniel Bryan musste mehrere Matches bestreiten. Also so eine Gauntlet-Angelegenheit war das. Und Cesaro, ich glaube, das war der zweite Gegner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall halte es durch die Halle. This is awesome. Und das war mehr als berechtigt. Oh, hier jetzt aber auch. Pass mal auf. Zack, nächster Finisher. Auch sehr berechtigt. Schöne Wiederholung. Nochmal aus einem anderen Winkel. Ach, egal. Okay, ich wollte eigentlich das Cover von außen zeigen, weil ich mir immer denke, wenn ich meinen Körper zwischen den Gegner und die Seile bringe, habe ich da mehr Sicherheit. Aber auch in diesem Fall hat es gereicht für den Incredible Hulkster gegen Sami Zayn. Dem haben wir mal gezeigt, was eine rote Harke ist. Gut, Daniel Bryan Matches, wie gesagt, Titel. Ich denke, beim Titel sind wir uns sowieso einig. Also WWE World Heavyweight Champion, absolut verdient, den größten Thron bestiegen und erobert. Dann Daniel Bryan gegen Cesaro, genau. Und was war... Ach ja, hier, die Nummer bei TLC. Also das TLC-Match, Team Hell No und Ryback gegen The Shield. Unter anderem deshalb so ein tolles Match, weil es halt das Debüt vom Shield war und der Auftakt zu einer wirklich großartigen Zeit bei WWE. Nicht nur mit Daniel Bryan, sondern eben vor allem auch wegen dem Shield. Also das war... Bis heute ist das eine meiner absoluten Lieblingsgruppierungen. Wenn wir jetzt mal von reinen Tag-Teams absehen, wo natürlich bei mir persönlich die Rockers immer ganz oben stehen, aber so Gruppierungen, Fraktionen, kommen die drei vom The Shield für mich persönlich direkt nach der DX. Und das ist eine knappe Angelegenheit. Wir reden da wirklich von einer knappen Angelegenheit. Nicht so knapp, wie es jetzt hier, oder nicht so großzügig, sagen wir es mal so, wie es hier bei diesem Match war. Trotz schwerer Einstellungen im Spiel, Sami Zayn, ich möchte fast sagen, locker leicht besiegt. Baron Corbin, ja, Baron Corbin und ich befürchte, Baron Corbin und ich sind eigentlich einfach nicht füreinander gemacht. Und ich glaube auch, Baron Corbin ist überhaupt gar nicht für ein Tag-Team gemacht. Ja, das hat zwar... Oh, warte mal. Oh, Hallihallo. Ja, Hallihallo. Da ist der Incredible Hulkster Herausforderer Nummer 1. Und es war gar nicht Sami Zayn, das war Kalisto, der über mir war. Naja, gut, egal. Auf jeden Fall, Kevin Owens, nimm dich in Acht. Der Incredible Hulkster greift nach dem Gold. Ja, fantastisch. So soll's laufen. So, und Maurice Como, deine Frage ist damit, denke ich mal, auch abgearbeitet. Dann schauen wir doch mal, was sonst noch so passiert ist hier bei Superstars. Finn Balor hat gegen Fandango gewonnen. Hideo Itami gegen Adam Rose. Tyler Breeze auch siegreich. Na, ist doch wunderbar. Leider hat Bo Dallas gegen Jack Swagger verloren. Aber, Highlight. Hashtag Highlight. Denn der nächste NXT Pay-Per-View, der nächste NXT Live-Event steht an und das heißt noch einmal gegen Sami Zayn für den Incredible Hulkster, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, hä? Muss doch irgendwie gehen. Wenn es bei Superstars geht, muss es auch bei Arrival gehen. So, jetzt schauen wir mal, ich wollte nämlich ganz gerne was shoppen gehen mit meinen 11.000 Kohlen, die ich hier habe, aber alles, was auch nur im Ansatz relevant ist, ist zu teuer. Und Sachen wie Escape Artist oder Ladder Finisher oder sowas brauche ich mir nicht zu kaufen, wenn ich hier noch keine Special Matches auch nur ansatzweise in Aussicht habe. Manager, was mit Managern? Kamen auch einige Tipps oder einige Hinweise. Komm, hol dir doch mal einen Manager. Okay. Ich bin ja offen für Neues und somit auch offen für Manager. Aber Face Manager brauche ich nun mal tatsächlich keine. Zumal das nur Mädels sind. Also nur Mädels als Face-Manager. Ah, okay, interessant. So, Alicia Fox. Da geht's los. Dann mit den Heels bis runter zu natürlich Paul Heyman. Paul Heyman, der ist seine 320.000 mit Sicherheit wert. Aber wenn ich das richtig sehe, Alicia Fox mit 15.000 die günstigste Heel-Managerin. Und ich habe nur 11, also kaufe ich mir heute auf jeden Fall noch keinen Manager dazu. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Alicia Fox mir gut an der Seite vom Incredible Hulkster vorstellen kann. Naja, egal. Gut, werden wir dann sehen. Hier sehen wir auf jeden Fall, Baron Corbin hat ein Match bei NXT Arrival gegen Hideo Itami. Das heißt natürlich, beim Entrance
gehen wir auf Hideo Itami los. Und zwar ganz oben auf der Rampe. Nein, also nicht auf der Rampe, sondern da oben rüber sogar noch auf der Bühne. So, jetzt kann ich Finn Balor da mal, jetzt kann ich Baron Corbin da mal ein bisschen zur Seite stehen. Vielleicht weiß er das dann ja wenigstens zu schätzen. Aber davor steht natürlich das Match gegen Sami Zayn. Ich hoffe, ihr wippt zu Hause ähnlich ekstatisch mit wie ich, denn dieser Entrance ist wie immer launehebend hoch N. N plus 1 oder sowas, sagen doch die Physiker immer. Also hoch verdammt viel. Sami Zayn für mich immer noch der enthusiastischste Entrance, vor allem die enthusiastischste Entrance-Musik. Ja, guter Ska, immer gern genommen. Und ja, das ist natürlich dann musikalisch ein ganz anderes Feld, was der Incredible Hulkster abdeckt bei seinem Entrance, der jetzt gleich natürlich auch folgen wird. Und dann werde ich mich auch um eine Frage kümmern, die mit Musik zu tun hat, und zwar von Jonas Haag. So, also, Jonas Haag, er schreibt: Hallo Incredible Hulkster, ich wollte schon länger mal fragen, was du davon hältst, dass My House von Flo Rida der WrestleMania-Titelsong ist. Er schreibt dann noch: Grundsätzlich sollten die Songs der WWE wieder härter werden, seiner Meinung nach, aber für solche Events wie WrestleMania ist das schon in Ordnung. Er selbst ist aber auch grundsätzlich ein Freund, beziehungsweise großer Fan von Flo Rida. Lass mich kurz überlegen, was halte ich davon. Ich find's cool. Ich bin grundsätzlich bei dir, also ich mag natürlich grundsätzlich die härtere Gangart von Musik durchaus gerne. Ich möchte fast sagen lieber, also ich käme jetzt nicht auf den Gedanken, im Auto irgendwie auf einmal Flo Rida reinzupacken. Nicht, weil er keine gute Musik macht, es ist halt einfach nicht mein Stil, ist nicht meins, was ich mir jetzt zur Entspannung irgendwie anhören würde. My House ist allerdings ein sehr cooler Song, der auch sehr cool zu WrestleMania passt. Ich bin ja auch zum Beispiel jemand, ich hätte natürlich dieses Jahr auch lieber Metallica in der Halbzeit vom Super Bowl gehört als Coldplay, aber gut, hätte ja auch sein können, dass Coldplay da ein richtig cooles Brett hinlegt. Hat nicht so funktioniert, wie sich das wahrscheinlich auch die Verantwortlichen vorgestellt haben. Mal passiert. Aber, nö, ich finde Flo Ridas Song cool. Er als Typ ist auch cool. Also neulich der Auftritt da bei Raw, ist er zwar ein bisschen von Bo Dallas gedisst worden und im Battle da klein gemacht worden. Hashtag Bo Leaf. Aber, nee, grundsätzlich ist er schon cool. Und der Song ist auch cool. Auf jeden Fall. Also WrestleMania Titelsong, Flo Rida, My House, kaufe ich, wenn auch nur im übertragenen Sinne. Ja, also ich werde mir den Song mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich nicht irgendwie auf iTunes oder sonst wo holen. So, also, Sami Zayn, ja, läuft, ne? Läuft, würde ich sagen, für den Incredible Hulkster. Die Taktik muss hier natürlich wieder sein, weil Sami Zayn 4 Reversals hat, ich nur 3. Die Taktik muss sein, ihn irgendwie um seine Reversals zu bringen, um dann, wieder zu schnell. Wieder zu schnell und dann hat er die Richtung gewechselt. Das wäre es natürlich gewesen, hier eine schnelle Aufgabe zu erzwingen von Sami Zayn. Da hätte ich es auch in Kauf genommen, dass das Match nur eine 1-Stern-Bewertung bekommt. Naja, okay, man kann nicht alles haben. Sami Zayn, also der Auftakt, okay. Er hat auch inzwischen nur noch einen, ja, jetzt habe ich natürlich keinen Reversal mehr. Er auch nicht, das heißt, jetzt ist er momentan am Drücker, aber ich müsste schneller wieder einen haben und müsste mich dann irgendwie eigentlich wieder
in den Vorteil bringen können, vor allem außerhalb des Ringes. Hat das vorher in diesem Match ganz fantastisch funktioniert, also machen wir doch einfach genau da weiter. Da draußen läuft's außerhalb des Ringes. Dann gucken wir noch mal in die Fragensektion. Ricky Ricardo, was hältst du eigentlich von der ganzen Triple H World Heavyweight Champion Geschichte und vor allem davon, wie der Royal Rumble ausging? Ja, ist okay für mich. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass Triple H kein guter Champion wäre. Er ist Teil der Autorität. Er hat es selbst bei Raw gesagt. Ich musste nicht Champion werden, aber ich wollte Champion werden. Und weil ich der Chef hier bin, kann ich das auch problemlos machen. Und das hat einfach seine Macht doch mal gut unterstützt. Und von daher, es muss einem natürlich nicht gefallen, kann ich vollkommen verstehen. Aber er hat die Macht, er hat die Fähigkeiten. Hey, warum nicht? Oh, warte mal. Ah, nein, das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Verdammt! Nein, ich depp, da war ich mir meiner Sache zu sicher. Einen Suplex wollte ich draußen noch zeigen. Und genau den kontert Sami Zayn aus, legt mich auf die Matte. Sonst wäre ich nämlich bei 9 wieder zurück in den Ring gekommen, dann wäre er ausgezählt worden. Und so blockt er die Aktion ab, schmeißt mich auf den Hallenboden. Ah, bittere Angelegenheit. Aber hey, Sami Zayn, verdient. Absolut verdient. Genauso hätte ich es auch gemacht an seiner Stelle, wenn mir die Möglichkeit gegeben wäre. Von daher, naja, selbst schuld, Incredible Hulkster. Passiert. Have you had a chance to play the new WWE video game? Ah ja, gleich mal ein fröhlicheres Thema. Ja, natürlich habe ich dieses Spiel schon gespielt. Aber ganz ehrlich, ich bin Heel. Ich war nicht beeindruckt. Yeah, I played it once. I booted up the game, chose myself, and you know what I saw? A 75 overall rating? Really? Really, guys? I'm at least an 85. I refuse to play that game until they raise my ratings. Ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also, das ist auch ein Skandal, dass der Incredible Hulkster immer noch nicht auf 85 oder höher ist. Thanks for the time. Back to you. Ja, also das muss man doch eigentlich auch mal erwarten dürfen, dass hier solch eine tolle Erscheinung auch mit entsprechenden Stats gewürdigt wird. Aber naja gut, okay. Niederlage gegen Sami Zayn, mei, passiert. Wie gesagt, diese Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, ist für mich okay. Das kann tatsächlich mal passieren. Jetzt schauen wir mal, was der Incredible Hulkster aber natürlich in seiner Frustration und in seiner Wut mit Hideo Itami anstellt. Denn, naja, ist ja nicht so, dass der Incredible Hulkster verloren hat, weil er nicht mehr konnte, sondern der ist nämlich schnell genug zurück in den Ring gekommen und das wird ein Hideo Itami jetzt mal schön ausbaden dürfen. Ich will mal gucken, also ich hätte extrem große Lust, ihn da gegen die LED-Wand zu schleudern. Oh, das könnte ich mir als einen optischen Leckerbissen vorstellen. Lasst es mich so ausdrücken. Naja, ich weiß, ich könnte den Finisher anbringen, aber lieber jetzt hier, komm, rumgehen und dann, nein, ach, Mann, da war er schneller. Na gut, kann passieren. Ist Hideo Itami. In Matches habe ich immer wieder Probleme gegen... Oh, warte mal. Da habe ich immer wieder Probleme gegen ihn. Aber okay, wenn ich nicht von der Rampe runtergeworfen werden kann, dann kann ich offensichtlich... Oder von der Bühne nicht runtergeworfen werden kann. Dann kann ich offensichtlich auch Hideo Itami nicht gegen die LED-Wand schleudern. Und das heißt, dann kann er auch gleich den Finisher abkriegen. Hä? Hier, zack. Baron Corbin. Hier, so kümmere ich mich um deine Gegner. Baron, bitte, hier, das möchte ich jetzt mal registriert und anerkannt wissen. Ja? Wann hast du dich zuletzt um meine Gegner gekümmert? Das ist doch mal eine Frage, die ich stellen sollte. So, na gut, okay. Hideo Itami an dieser Stelle mal wieder ein bisschen schneller als der Incredible Hulkster, aber vollkommen egal. Und wo ist die Reaktion von Baron Corbin? Hä? Ich meine, bitte, Finn Balor. Da steht Face. Finn Balor findet das gut. Ich finde gut, dass Finn Balor das gut findet, aber ich hätte erwartet, dass Baron Corbin das gut findet. Ach, Baron, du und ich, das hat keine Zukunft. Ich hab das so im Gefühl. What was the meaning behind your attack on him tonight? The meaning, was war das Meaning? Ich wollte Baron Corbin helfen. Mann. I don't gotta explain anything. I explain everything when I get in that ring and beat up people. Doesn't that say enough? Eben. Muss man doch nicht so unnötig nachfragen. There is a lot of tension brewing between you two. What's going on there?
was ist los? Er ist es nicht wert. Me sick. He thinks he can call me out and try to get a match with me? He wants to make a name for himself by getting into the ring with greatness? Well, guess what? He is not worthy of that opportunity. He needs to come back again when he isn't the worst superstar in the locker room. Okay, also die Sache mit dem worst superstar in the locker room. There you have it. Back to you, Cole. Muss ich zugeben, das hat jetzt der Incredible Hulkster selbst gesagt. Das habe ich ihm nicht in den Mund gelegt. Also, Hideo Itami, er ist mit Sicherheit nicht der Schlechteste in der Umkleide. Aber gut, sei es wie es ist. Ich finde es immer noch skandalös, dass Baron Corbin es überhaupt gar nicht interessiert hat, dass ich seinen Gegner für ihn bearbeitet habe. Aber auch da, sei es wie es ist, wenn das Ganze nicht sein soll, dann soll es eben nicht sein. Dann machen wir weiter mit NXT, aber nicht mehr diese Woche, sondern in der kommenden Woche. Ah ja, hier, Sami Zayn. Die Fehde ist beendet. Das war, oh nein, jetzt habe ich die Fehde verloren. Ja, das ist natürlich, naja, ich werde einfach 2 Wochen ganz normal weitermachen und dann behaupten, es ist nie passiert. Und dann hat sich das auch erledigt. So, und dann schaue ich mal, ob ich nicht tatsächlich den Champion Kevin Owens als neuen Rivalen herkriege. Aber nee, der steht auf meiner Seite. Da unten seht ihr es, Kevin Owens. Der respektiert mich da mit einem Balken. Das heißt, ich kann ihn auf der anderen Seite bei den potenziellen Rivalen nicht wirklich auswählen. Naja gut, okay. Wir schauen einfach mal, was passiert. Und lassen uns überraschen. Ansonsten heißt es natürlich für euch heute Abend am Freitag 2015 auf Pro7 Fun NXT mit dem Valandi, Zanti und mir. Ich baller hier gerade nochmal ein paar Skillpunkte raus. 300 habe ich. Ich weiß nicht, wohin damit. Also werden sie ausnahmsweise gleichmäßig verteilt. 2015 Pro7 Fun NXT mit dem Valandi, Zanti und mir. Und dann ab 22 Uhr Smackdown auf Pro7 Max mit Sebastian Hackl und Holger Böschen. Das wird auf jeden Fall ein riesengroßer Spaß. Die alte Besetzung ist wieder da, sowohl bei NXT als auch bei Smackdown. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Ansonsten, wenn ihr noch Impressionen habt, wenn ihr Bilder habt, wenn ihr Geschichten habt zur Live-Tour, zu WWE, vielleicht zu Daniel Bryan, was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare hier direkt unter das YouTube-Video oder natürlich auch bei Facebook in den entsprechenden Post oder mit dem Hashtag IncredibleHolkster. Schreibt es mir auf Twitter, @HolgerBöschen, mein Twitter-Handle. Bei Facebook findet ihr mich unter www.facebook.com/WWE-HolgerBöschen. Tja, und das YouTube-Video, das müsst ihr nicht finden, das schaut ihr euch gerade an. Einfach runter in die Kommentare. Danke, Feierabend, ab dafür. Ansonsten, was... Ach ja, ein Highlight habe ich auch noch. Ich habe nämlich in Bremen auf der WWE Live-Tour den Dennis Heinrichs von den Rocket Beans getroffen und der hat gesagt, ich soll doch mal wieder vorbeikommen. Also, da hoffe ich ja auch drauf, dass diese Einladung ernst gemeint war und nicht nur so ein Spaßding. Wenn das hinhaut, werde ich mich dieses Jahr nochmal bei den Rocket Beans auf RBTV blicken lassen. So, und das soll es jetzt mal gewesen sein für das Let's Play in dieser Woche. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Es hat Spaß gemacht, auch mit der Niederlage gegen Sami Zayn. Hey, was soll's? Tschüss, bis dann.